Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben eine ziemlich aufregende Woche hinter uns mit verschiedensten COD-Mods und COD-Projekten, die von Activision mit einem Abmahnungsschreiben mit sofortiger Wirkung beendet worden sind. Das ist SM Square, da haben wir ein Video drüber gesehen von mir und von vielen anderen Creatoren. Das ist X-Labs jetzt gewesen, wo viele von euch einfach Black Ops 3 gespielt haben und Black Ops 3 spielen wollten. Das Problem ist, Black Ops 3 gerade auf dem PC und auch auf der Konsole hat so viel Sicherheitslücken, dass man es offiziell über Activision nicht mehr spielen kann. Man hat wirklich das Risiko, dass man seinen Account dabei über irgendwelche Leute, die mit einfachsten Mitteln anscheinend im BO3 mittlerweile rumhacken, auf eure IP zugreifen können, auf euer PC zugreifen können, auf eure Konsolen-Account, auf euren PlayStation-Account. Wenn ihr überlegt, auf eurem PlayStation-Account ist oftmals eure PayPal-Adresse hinterlegt, weil ihr über den PlayStation-Store Sachen kauft, was ihr übrigens auch über MMOGA machen könnt. Das ist ein Link unten, da spart ihr ziemlich viel Geld. Kleiner Tipp. Diese ganzen Sachen sind Gründe, warum die Leute, die eigentlich die alten Games spielen wollen, auf solche Mods zugegriffen haben. Und X-Labs wurde jetzt ebenfalls dicht gemacht von Activision und die Jungs und Mädels bei Plutonium, was ihr ja wahrscheinlich aus einem dieser Turniere kennt, was ich glaube Haptic noch jemand veranstaltet haben berechtigterweise ähnliche Angst jetzt gerade, dass mit denen dasselbe passiert. Und erst haben wir darüber gesprochen, dass es passiert, und dann muss man aber eben auch darüber nachdenken, warum macht Activision das eigentlich? Warum jetzt? X-Labs und Plutonium gibt es schon seit Jahren und SM Square arbeitet auch schon seit über 2 Jahren öffentlich an diesem Projekt. Und da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten, die wir einmal durchgehen wollen. Und ich glaube, dass bei Activision da ein größerer Plan hintersteckt, der uns jetzt aktuell natürlich noch nicht dargelegt wird. Kennung über allem wird aber sein, Geld verdienen. Und das ist Activision. Activision ist neben Nestle meiner Meinung nach eins der schlimmsten Unternehmen der Welt. Und alles, was diese Unternehmen tun, ist auf Profit aus. Und darüber gehen die wortwörtlich auf über Leichen. Ich gehe nicht über Leichen, Leute. Aber ich kann euch was Cooles mitteilen. Das ist ein komischer Übergang. Ich mache auch ganz, ganz schnell. Übermorgen, wenn ihr das Video seht, am 29.05. ab 16 Uhr, kommen die weiteren beiden neuen Sommersorten, rote Traube und grüne Traube von Holy, auf den Markt. Rote Traube habt ihr die Möglichkeit, auf einer Hibiskusbasis euch ohne Koffein, ohne Zucker ein normales Getränk für den Alltag zu besorgen. Ihr könnt so viel Liter davon trinken, wie ihr wollt. Es ist alles andere als ungesund, ganz im Gegenteil. Es ist gesund, es ist erfrischend, eine tolle, fruchtige Alternative für Wasser. Es ist super, super, super viel Inhaltsstoffe, Antioxidantien, alles Mögliche drin, was euch für den Tag einfach für den Körper wichtig ist. Und wenn ihr es ein bisschen mehr Kick wollt, ein bisschen die grüne Traube, dann habt ihr Gorilla's Grape, ebenfalls. Neue Sorte ist hier übrigens drin, heute bekommen. Ich bin auch sehr glücklich darüber. Die erste Traubensorte, die ich jemals getrunken habe, die wirklich schmeckt wie Traube, ohne dass man das Gefühl hat, dass es bitter ist, ohne Zucker. Das ist einfach eine geniale Herstellung und ich feiere das, dass wir so viele Sommergeschmäcker aktuell bekommen. Da gibt es verschiedenste Pakete, die ihr euch unbedingt angucken sollt. Ansonsten Probepaket bestellen. Wenn ihr neu seid, könnt ihr auch Cheppy5 als Rabattcode nehmen, spart ihr 5 Euro. Ihr könnt Cheppy nehmen, dann spart ihr als Stammkunden 10%. Dicke Empfehlung von mir. Aber was ist der Plan von Activision hinter dem Ganzen? Das muss man dabei sagen. Und es gibt im Prinzip 3 Optionen. Die erste Option, die Activision hat bei dem Ganzen, ist, sie wollen die Projekte schließen, weil sie einfach die Befürchtung haben, dass zu viele Leute, die eher alte COD-Games spielen wollen, nicht auf die neuen aufspringen. Das ist auch der Grund, warum Fortune's Keep und Rebirth Island komplett dicht gemacht wurde, ohne Option es weiterhin zu spielen, weil Activision nicht will, dass die Leute nicht Warzone 2 spielen, egal wie gut oder schlecht es ist, sondern bei den alten Games bleiben. Und Rebirth Island mit großem Abstand und dann Fortune's Keep waren zu Zeiten von Caldera die Massentreiber. Es waren die Spiele, die am meisten Spieler angezogen haben. Es gab in Rebirth Island zeitweise mehr Spieler als auf Caldera und Rebirth war ja immer eigentlich nur der kleine Fast-Pace-Nebenmodus. Das hatte verschiedenste Gründe, das ist jetzt heute nicht das Thema. Dann gibt es die zweite Option. Wir stehen ganz kurz davor, dass wir wahrscheinlich die ersten Teaser, Trailer, Ankündigungen für das neue Call of Duty dieses Jahr Modern Warfare 3 bekommen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Activision weiß, dass die Spielerschaft zu Großteilen sehr, sehr, sehr genau darauf achtet, was hier eigentlich kommt, weil viele sich einfach betrogen fühlen, zu Recht. Und ich kann mir vorstellen, dass man Ähnliches macht, was man damals bei Infinite Warfare gemacht hat. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber bei Infinite Warfare, beim Kauf von dem Game, hat man meiner Meinung nach noch ein MW Remastered oder Ähnliches zusätzlich gratis im Bundle bekommen.
Und es gibt ja seit Monaten Gerüchte, dass im Prinzip Modern Warfare 2 Remastered mehr oder weniger eigentlich fertig in der Schublade bei Activision liegt und nur darauf wartet, released zu werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man die Leute irgendwie dazu anregen möchte, diese 70 oder 80 Euro für Modern Warfare 3, was jetzt von Sledgehammer kommt, auszugeben. Auch wenn viele wissen, dass das im Prinzip nichts anderes ist als eine Fortsetzung von MW2.0.5 oder sowas. Und man mit diesem Old Game Bundle zusätzlich mit MW3 zusammen Leute und die Spielerschaft irgendwie nochmal catchen möchte. Und das geht halt am besten, wenn man die Anbieter, die alte CODs anbieten, ob jetzt auf dem PC oder auf X-Labs generell oder ob SM Square oder Plutonium später, wenn man die vom Markt haut vorher, denn die Spieler, die das gespielt haben, da ist natürlich die Überlegung bei Activision, dass die sich dann eventuell einfach über Activision das richtige alte COD Remastered kaufen. Und dann gibt es die letzte Option und die halte ich ehrlich gesagt für am wahrscheinlichsten. Und zwar ist das, es gibt noch eine kleine, die will ich kurz raushauen. Activision plant ein MW2 Old Map Pack rauszuhauen, so ein DLC Map Pack für 30, 40 Euro. Da glaube ich mittlerweile nicht mehr dran. Da würde es auch keinen Sinn machen, das neue Game MW3 zu nennen, um dann MW2 Maps, die man in MW2 2.0 nicht bekommen hat, in MW3 reinzuwerfen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Microsoft bereits im Hintergrund die Fäden mehr oder weniger zieht und der feste Plan ist, dass diese alten Call of Duties, die ihr bei Plutonium, X-Labs und sonst spielen konntet, früher oder später, sobald dieser Deal offiziell jetzt durch ist, im Game Pass bekommen werdet, im Xbox Game Pass. Und ich glaube, da sind wir uns einig, ab dem Punkt, wo Activision offiziell mit Activision Blizzard, Blizzard Studios, Activision Studios zu Microsoft gehört, wird Microsoft alle COD-Games über den Game Pass anbieten, was für alle Xbox-Nutzer natürlich ein Riesenthema ist. Der Game Pass wird auch teurer, davon kann man ganz fest ausgehen. Und die Überlegung hinter diesen Rieseninvestitionen dahinter ist natürlich von Microsoft auch, dass mehr Leute, die ansonsten vor allen Dingen, oder gibt es viele, wegen Call of Duty und den Beta- und Alpha- und Game-Vorteilen eine PlayStation-Konsole gekauft haben, auch in Zukunft dann überlegen und switchen und sagen, kauf ich mal eine Xbox, weil da kann ich Call of Duty spielen. Und das trifft vielleicht nicht auf die Hardcore-Gamer von uns zu, die schon immer irgendwie einen PlayStation-Controller gewohnt sind oder die, die jetzt mittlerweile auf den PC gewechselt sind mit Controller oder. Aber glaubt mal, Leute, wir reden von Millionen Kunden, wovon, ich weiß keine Zahlen, aber das müssen Marktforscher machen, 20, 30, 40, 50% überlegen werden, ob es sich nicht dann lohnt, eine Xbox zu kaufen. Vielleicht neuer Controller, vielleicht andere Plattformen. Aber ein Xbox Game Pass, der deutlich jetzt schon deutlich besser ist als PlayStation Plus, was wir haben, zu einem halbwegs vernünftigen Preis, wo man einmal im Jahr sein neues Call of Duty umsonst bekommt, wo man alle alten Call of Duty Games umsonst spielen kann. Das meiner Meinung nach ist einer wäre eine der sinnvollsten Entscheidungen, die Activision oder Microsoft, je nachdem wer jetzt aktuell, wie ich das sagen hat, treffen könnte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man wirklich alle Nebenanbieter auf dem Markt irgendwie raushaut, damit man mit seinem neuen Angebot die Spielerschaft dorthin lockt. Und glaubt mir eins, Leute, super viele, die X-Labs benutzt haben oder Plutonium oder SM Square nutzen wollten, spielen wollten und jetzt die Möglichkeit bekommen, mit Sicherheits, wirklich mit einer gewissen Sicherheit zumindest, ohne dass sein Account gestohlen wird, auf der Xbox alte COD-Games zu spielen. Die werden das machen und selbst ich würde nicht wegen den PlayStation-Vorteilen für Call of Duty, ich fand die schon immer schwachsinnig und bescheuert und sinnlos, aber selbst ich würde bestimmt irgendwann überlegen, ob ich nicht irgendwie da komplett auf den PC wechsle mit den Call of Duties, mit Controller oder auch Maus und Tastatur, das geht mittlerweile auch, was wiederum gut für Microsoft wäre, umso mehr auf dem PC sind, umso mehr hat Microsoft Kunden, oder ob es tatsächlich irgendwann eine Xbox werden sollte. Und wenn das Hardcore-Gamer überlegen, werden es Casual-Gamer sowieso tun. Es gibt also, glaube ich, da ein paar Hintergründe, über die Activision aktuell nicht spricht. Und ich bin mir relativ sicher, also wirklich relativ sicher, dass wir da in den nächsten Tagen und Wochen mehr Infos bekommen. Lasst mich eure Meinung wissen, Leute. Denkt dran, 29.05. 16 Uhr öffnet der Shop für euch. Nur solange der Vorrat reicht. Und ihr wisst, die Holy-Basis, Fanbasis riesig. Ich garantiere gar nichts. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein.